Was noch vor ein paar Jahren unvorstellbar war, ist längst Bestandteil unseres Alltags geworden. Wir skypen mit unseren Freunden in Laos, wir steigern Bücher in den USA und wir suchen im Netz nach dem Partner fürs Leben. Das Internet hat politische Umstürze ermöglicht, es hat den Menschen Zugang zum Wissen verschafft und es hat sie mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt zusammengebracht. Doch seit wir wissen, dass das Internet nicht mehr unbedingt Neuland, aber ganz schön vermintes Gebiet ist, seit wir jeden Tag ein bisschen mehr darüber erfahren, wie Geheimdienste wie die NSA unsere gesamten Daten auf unbegrenzte Zeit speichern, seitdem erscheint die schöne neue Freiheit im Netz doch in einem etwas anderen Licht. Der letzte Hügel vor Moskau. So nannten die Geheimagenten den Berliner Teufelsberg. Von hier haben britischer und US-Geheimdienst im Kalten Krieg den gesamten Ostblock abgehört. Daniel Domscheit-Berg ist zum ersten Mal hier oben. Er ist beeindruckt. Vom alten Horchposten aus scheint Ost-Berlin tatsächlich zum Greifen nahe. Daniel Domscheit-Berg setzt sich für Freiheit und Anonymität im Netz ein. Er hat WikiLeaks mitgegründet, betreibt heute die Plattform OpenLeaks, auf der Geheimschmuggler ihre Daten anonym veröffentlichen können. Das bekannt gewordene Ausmaß der Internetüberwachung alarmiert ihn. Alleine das Wissen darum, dass es einen potenziellen Überwachungsapparat gibt, ja, das Wissen darum setzt ja schon die Schere im Kopf an. So, ich fange an, mich selbst zu zensieren, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich gerade was gesagt habe, was blöd war, was missverständlich war, ob ich vielleicht über bestimmte Dinge nicht mehr am Telefon spreche oder nicht mehr per E-Mail oder wie auch immer. Daniel Domscheit-Berg sieht in der NSA-Affäre aber auch eine Chance, dass die Gesellschaft lernt, besser mit Medien umzugehen. Wer jetzt begreift, wie leicht sich E-Mails abfangen lassen, schützt sich. Es gibt Programme wie Vorhängeschlösser für Mails. Nur Sender und Empfänger haben den digitalen Schlüssel. Wer beim Surfen keine Spuren hinterlassen will, benutzt Tor, ein Programm wie die Häute einer Zwiebel. Es lenkt die Daten durch so viele Internetknotenpunkte weltweit, dass kein Geheimdienst mehr hinterherkommt. Wie im richtigen Leben ist auch im Netz die Anonymität eine Voraussetzung für Demokratie. Genauso muss ich ja auch im Internet die Möglichkeit haben, anonym bleiben zu können oder mit einem Pseudonym zu arbeiten, damit ich meinem politischen Willen Ausdruck geben kann. Damit ich vielleicht zu Themen, die mich sehr persönlich betreffen, sehr privat betreffen, die man zu meinem Nachteil nutzen könnte oder wie auch immer, dass ich zu diesen Problemen eben sanktionsfrei, folgenfrei sprechen kann. Wie das geht, wollen auch diese Berliner lernen. Verschlüssel- oder Kryptopartys wie diese boomen seit 2 Monaten. Früher haben hier Computernerds um die Wette gefachsimpelt. Seit Edward Snowdens Enthüllung kommen auch Otto-Normal-User vorbei und Userinnen. Ich bin auch eine von denjenigen, die aufgeschreckt worden ist durch die Berichterstattung NSA und so weiter und das Thema eigentlich weit weg bisher im Leben betrachtet hat. Für den Jurastudenten Janosch sind anonym surfen und verschlüsselt kommunizieren nicht nur demokratische Grundrechte, sondern auch Mittel im politischen Kampf. Er verschlüsselt mit dem Vorsatz, Geheimdienste zu sabotieren. Das macht den Geheimdienst einfach insgesamt schwieriger, alle Kommunikation zu erfassen. Und da, glaube ich, trage ich einfach dann einen Beitrag zu. Im Riesenschredder auf dem Teufelsberg liegen noch die Aktenkrümel aus dem Kalten Krieg. Schon das Konzept eines Geheimdienstes erscheint dem Piratenmitglied Domscheit-Berg aus der Zeit gefallen. Dass im Internet Terroristen unterschlüpfen, weiß er. Doch er findet, das Recht auf das Private sollte deshalb nicht verloren gehen. Ich glaube, man findet Mechanismen, die auch funktionieren, die auch in der Gesellschaft getragen werden können. Aber dafür muss man ja erstmal drüber sprechen. Und das sind dann keine Lösungen, die irgendein Geheimdienst aufbaut oder die hinter verschlossener Tür gemacht werden können, sondern das muss etwas sein, wo wir als Gesellschaft einen Konsens finden. Daniel Domscheit-Berg fordert, Datenmissbrauch strenger zu kontrollieren. Doch nationale Verbote können im weltweiten Netz ganz einfach umgangen werden. Er glaubt stattdessen an einen Dialog der Weltgesellschaft im Netz, um so Lösungen zu finden. Die Piratenpartei, deren Mitglied er ist, nennt das Liquid Democracy. Das Internet ist historisch betrachtet aus meiner Sicht die größte Chance, die wir haben für ein friedliches und glückliches Miteinander auf dieser Welt.
Es macht uns frei, weil es uns ermöglicht, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und eine gemeinsame Marschrichtung finden können. Dass viele jetzt darüber diskutieren, wie viel Freiheit im Netz wir aushalten können, tut dem Ganzen nur gut.